Hallo und willkommen zu einem nächsten Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Diesmal geht es um eine Übungsaufgabe. Ich habe ein kleines Katapult gebaut. Es besteht einmal aus einer UV-Sphäre, dann einfach ein Mesh. Das ist eine Art Stange mit einem kleinen Korb vorne dran. Hier seitlich noch eine Stange raus. Und hier ein U. Und dann eine Kette. Das ist einfach ein Torus in die Länge gezogen. Und achte darauf, dass er wenig Polygone hat, also vielleicht 10 Loops, mehr nicht. Und dann haben wir noch so eine kleine Dumbbell. Dieses Gewicht könnt ihr übrigens einstellen in eurem Rigid Body. Mal sehen, ob ihr es findet. Dieses Gewicht ist entscheidend, dass er genug Kraft hat. Und achte darauf, dass die Kette hier aus Mesh besteht natürlich, also dass der Collider Mesh hat. Hier auch Collider Mesh. Hier ebenfalls und diese Stange in der Länge nach braucht aufgrund dieses Us ebenfalls einen Mesh Collider und hier oben können wir einen ganz normalen Box Collider verwenden, hier einen Sphere Collider für das Gewicht und falls ihr möchtet, könnt ihr noch so ein Zielbecken bauen. Hier würde ich auch einen Mesh Collider empfehlen, weil der Convex Hull nicht tief genug hineingeht. Danach können wir beim Abspielen unser Katapult starten. Und die Kugel wird sich in das Becken begeben und dort landet das ganze Ding dann. Eure Hindernisse werden auf jeden Fall eine reißende Kette sein. Gewichte, die dann einfach zum Boden fallen. Problematisch könnte sein, dass ihr hier eure Stange aus der Halterung raushüpft. Ich denke, viele werden es schaffen. Schreibt in die Kommentare, ob es euch auf Anhieb gelungen ist oder ob ihr vielleicht eine ganz andere Apparatur gebaut habt, würde mich freuen. Und am besten pausiert ihr jetzt das Video, versucht das ganze Ding nachzubauen und zum Laufen zu bekommen. Und wenn ihr es nicht geschafft habt, kommt jetzt nochmal im Detail die Erklärung, wie man es hinbekommt. Kommen wir als erstes zur Kette. Wir bauen mit Mesh Torus hier von 14 und 10 bei den Segmenten einen kleines Kettenglied, gehen in den Edit-Modus, X-Ray an, ziehen das Ganze in die Länge, ungefähr so lang, und haben somit schon ein funktionierendes Kettenglied. Damit wir hier jetzt weitere Kettenglieder hinzufügen können, duplizieren wir das Ganze, dann in der Achse ein Stück nach vorne, R in der gleichen Achse um 90 drehen. Dann markieren wir beides. Rechtsklick, Set Origin to Geometry. Dann sind die beiden in der Mitte. Nochmal kurz den Scale applyen, sowie die Rotation. Und danach machen wir ein Shift D, ebenfalls in der X-Achse, ziehen die ein Stück weiter. Und danach machen wir ein Shift R, um den ganzen Vorgang nochmal zu machen. Shift R wiederholt einfach den vorherigen Vorgang. Somit ist die Kette fertig. Damit die Kette funktioniert, brauchen wir auf jeden einzelnen von denen bei unseren Physics Properties ein Rigid Body mit Typ Active Dynamic. Ein Kilo können wir lassen. Und anstatt Convex Hull nehmen wir Mesh. Das war's auch schon mit der Kette. Die wird jetzt funktionieren. Um unser Gewicht zu machen, bauen wir jetzt zusätzlich noch eine UV-Sphäre mit 12 und 8 Segmenten. Die ziehen wir ein Stück nach drüben in der X-Achse rüber. Skalieren sie ein bisschen größer. Immer Steuerung A Scale, ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Ist bei Physik wirklich wichtig. Dann schnappen wir uns eins von den Kettengliedern und unsere Sphäre und machen mit Steuerung J ein Join. Haben die zusammen. Hier können wir bei Rigid Body, bei Active, können wir da auf 30 Kilo gehen. Dynamic lassen wir an und von Convex Hull gehen wir auf Mesh. Somit haben wir schon den größten Teil geschafft. Bei unserem Querbalken machen wir genau das gleiche. Das heißt, wir nehmen eine Box, ziehen sie in der Länge nach oben, applyen den Scale, ziehen den hier rüber, dann Shift-Z noch ein bisschen nach oben, damit die breit genug ist für unser Kettenglied hier.
Schnappen uns ein Kettenglied, dann unsere Box, Steuerung J. Damit wäre das Ganze schon mal abgeschlossen. Wir müssen jetzt hier noch unseren Zylinder reinbauen. Hier können wir mit 9 Vertices gut auskommen. Skalieren die noch in der Höhe. R. Und dann in der X-Achse um 90 Grad drehen. Ziehen den hier hin. Und dann wieder ein Join mit Steuerung J. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das zu bauen. Und es hat bei euch geklappt. Wenn nicht, könnt ihr zum einen einfach auf unserem Discord joinen und Fragen stellen, wobei ihr Probleme hattet. Zudem könnt ihr es in den YouTube-Kommentaren machen. Und solltet ihr trotzdem noch Probleme haben oder es genau untersuchen wollen, wie ich das gemacht habe, dann schaut einfach auf unserem Share. Link ist in der Beschreibung und dort ist es die katapult.blend. Jetzt viel Spaß mit dem nächsten Tutorial.